Was ist so lustig? Ich habe wirklich exakt dasselbe gesagt. Okay. Und wird es auch noch besser? Zombies? Aliens? Dimensions-Draculas? Guck mal, wie Dylan lächelt. Also, Dylan hat viel zu viel Spaß dabei. Ja, ohne Hand vor allem. Ryan, ja? Ja? Ja. Du willst Fakten? Ich hab Fakten. Unterbrich mich nochmal und ich bin weg. Wie du meinst. Ha, da hat's uns gegeben. Wäre das denn wirklich so verrückt nach all dem Scheiß, den wir durchhaben mit so. Nick, mit dem Ding auf dem Dach? Also, das würde noch einiges erklären. Dylan. Ich versuche nur offen zu bleiben, okay? Was ist mit deinen Geisterstories? Ist doch fast wie in deinen Geisterstories. Das sind nur Gruselstories. Es muss eine rationale Erklärung geben. Für alles hier. Für das alles. Nee, das ist rational, Bitch. Okay, du warst aber nicht so rational, als du meine Hand von meinem Körper abgetrennt hast. Du wolltest das. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Was? Es war das ausgedacht. Sie kennt sogar ein Gedicht darüber. Ich glaube, das hat sie irgendwo gehört. Stimmt. Sie kennt sogar ein Gedicht darüber. Hier geht's um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Mir egal. Aber ihr sollt alles wissen. Ich wette, Dylan würde da nicht sitzen, hätten wir seine Hand nicht abgeschnitten. Ja, vielleicht. Aber der ist jetzt so, ja, ich zeug alles zu. Die Zeit danach zog sich. Der Kopf versorgte uns und ließ uns duschen. Abseits davon war er kaum zu sehen. Max und ich redeten echt viel. Darüber, was in jener Nacht wohl passiert war. Die wildesten Verschwörungstheorien. Dabei ging's um den Kopf, das Camp, den Unfall, den Wald, dieses Ding im Keller. Was mit Max passiert war. Wir kauten das alles immer und immer wieder durch. Und nichts davon ergab Sinn. Wir wussten nur, dass wir von dort verschwinden mussten. Der hat die ganze Zeit, den ganzen Sommer über, 6 Wochen mindestens darin eingesperrt. Schon ein bisschen. Die beiden haben so ein paar Meter neben dem Hackett Camp einfach gechillt. Ich halte das nicht mehr aus. Das will ich auch nicht. Ich find's nicht schlecht. Wahrscheinlich derselbe Fraß wie im Camp. Nein, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Oh. Oh. Ja, das ist ziemlich krass. Wir müssen was machen. Wir müssen endlich raus hier mit einem Plan. Das sagst du dauernd. Seit Wochen, also. Warte. Naja, gib laut, wenn du einen hast. Das hilft uns jetzt echt nicht weiter, Max. Schon. Du vergisst eine Kleinigkeit. Was? Nur das winzig kleine Mini-Detail, dass ich womöglich ein verfickter Werwolf bin, Laura. Nicht so laut! Also, was können wir denn tun? Wir rennen zusammen in den Sonnenuntergang, bis ich mich in ein scheiß Monster verwandle und dich umbringe und fresse und dann latsche ich mit kleinen Speiseresten von dir zwischen den Zähnen allein weiter? Okay, okay, stopp. Ein Schritt nach dem anderen. Maybe. Also, wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich so ist und das werden wir auch nicht, bis wir hier raus sind. Okay. Tja, scheint, als blieben uns nur 2 echte Optionen. Wir sind nett und ziehen ihn auf unsere Seite. Das fällt ihm uns gehen lässt. Weißt du? Richtig gut nachgedacht. Wir greifen ihn uns und hauen dann von hier ab. Wir müssen ihn. Naja, ich wäre so. Okay, dann triggern wir seine gute Seite. Was dann? Brunch mit Piccolo jeden Sonntag, bis er seine Fehler einsieht und bereut? Ja, das war eher rhetorisch. Der Kerl hat keine gute Seite an sich. Die Hälfte der Zeit redet er nicht mal mit uns. Weiß nicht, vielleicht knacken wir ihn ja. Laura, ich glaube, er wartet nur ab, bis er einen Weg gefunden hat, uns loszuwerden. Uff. Dauerhaft. Lass es uns versuchen. Ich glaube, wenn er uns töten wollte, wären wir schon tot. Ja, stimmt. Worauf wartet er wohl? Also wenn das nicht klappt, dann fliehen wir. Deal? Ja. Deal. Deal. Gut. Okay, wie bringen wir den Kerl dazu, uns zu mögen, wenn er nicht mal mit uns redet? Ich weiß nicht. Er hat sicher einen Schwachpunkt, den wir ausnutzen können. Ist ja nicht so, als hätten wir sonst viel zu tun. Ja,
Okay. Mir wäre das irgendwie schon so nach den ersten paar Tagen vielleicht so, ja, vielleicht könnte man ja mal versuchen, wenn sich mit so, Freunden... Oh, Herr Officer McSexy hier. So. Darf ich dich Megaman nennen? Was, Megaman? Warum? Du nennst mich Officer Hackett. Hackett? Kimst Officer? So wie in Hackett's Quarry. Was geht's dich an? Ich bin nur neugierig, weil wir sie ja kaum kennen. Lassen wir es dabei, okay? Ach komm, Megaman, was soll der Stress? Megaman. Da gibt's doch keinen Grund für, hm? Ich weiß genau 7. Oh, echt? Wir waren furchtbar skeptisch. Das stimmt. Wir waren echt furchtbar. Und wir wollen es wieder gut machen. Unangenehm. Ist ein bisschen Tee. Oh. Der kauft dir das nicht ab. Ich weiß, was hier läuft. Das klappt aber nicht. Verdammt. Ihr denkt, wir werden beste Freunde und ich lasse euch einfach hier raus spazieren. Auf keinen Fall. Arschloch. Max. Max. Wir wissen, was hier los ist. Wir wissen, Max ist ein Werwolf. Oh, crap. In ein paar Tagen ist Vollmond. Was dann? Nein, Ma'am. Du weißt nicht mal die Hälfte. Ah. Triggerpunkt. Nochmal. Zieh die verdammten Sachen aus. Fick dich. Zurück. Max, was ist da los? Lassen Sie ihn in Ruhe! Dann halt nicht. Sie halt nicht halten. Hierher. Weg von mir! Setz dich hin. Nicht zappeln. Du willst doch Tierärztin werden. Zeit fürs Praktikum. Okay. Ich will weg! Du wirst's nicht glauben, bis du es selbst gesehen hast. Ah. Sie könnten auch einfach fragen, Mann. Fuck. Geh nicht zu nah ran. T, Maiden, wo genau bist du? Over. Chris. Mist. Vielleicht. Mhm. Ich mache hier nur fertig. Soll ich? Weiß ich bei jetzt nicht. Hilfe! Er hält uns auf der Polizeiwache gefangen! Hilfe! Bin unterwegs. Over. Das war echt dämlich. Aber es passt zu Laura, dass sie das gemacht hat. Sie können mich nicht hier lassen! Doch, ich kann. So verliert sie bestimmt jetzt ihr Auge. Vielleicht, ja. Können sie wenigstens mal ihren Freund sehen? Hat sie ja Monate nicht gesehen. Stimmt, die reden ja nur miteinander. Ja. Na, fühlst du dich gut, Max? Ich bin hier klinisch. Klinisch. Sag mir, was du fühlst, oder ich bin hier. Ich weiß nicht. Ich will das wissen. Ich auch. Max, sag mir genau, wie es dir geht. Laura. Ich fühle mich schlecht. Oh. Inwiefern schlecht? Einfach nur schlecht. Komm näher, zeig mir deine Augen. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Max, ich muss dich beobachten. Miau. Ich meine, wow. Ist das jetzt nah genug für dich, Bitch? Ich, wenn ich zu, wenn ich nicht genug Schlaf hatte, ja. Digga. Das ist ja gemein. Max? Max? Sag mir, was los ist.
Klack, klack. Ich höre schon Wegners Uhren. Ja, ich wusste, dass das passiert. Ja, wie ist sie jetzt freigekommen? Ich weiß es auch nicht. Digga, was? Ja, aber wie ist es denn freigekommen? Das macht keinen Sinn. Oh, jetzt guckst du sie lieber nicht an. Ich würde mir das jetzt einfach nicht angucken wollen. Dass sie dann noch so ruhig bleibt, das müsste ja mega wehtun. Ja, schlau. Aber sie ist wahrscheinlich unter Schock. Oder wenn du deine Koordination muss ja richtig schlecht sein, es wird nur ein Auge. Lebt wohl Tiefenwahrnehmung. Das ist meine, ja. Ja. Ist ja wahrscheinlich voll Probleme, so zu laufen und alles zu machen, weil du nicht mehr so. Alles, was auf der rechten Seite ist, du bist immer so. Ja. Voll der tote Winkel jetzt. Mhm. Mal sehen, was der Scheißkopf versteckt. Ah, er hat die Röhre mit aufgemacht. Kein Wunder. Okay, Max. Chill mal, Alter. Bye! Wow. Wow. Finde ich, das ist alles irgendwie so ein bisschen schwer zu überblicken, es ist auch so dunkel. Ah, 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 ah. Yes. Ach so, nee, du hast ja eine andere Taste. Hey. So, erledigt. Ich warte, vielleicht gucke ich mich noch anders um. Ach, Maxler. Wieso steht hier, ist hier einfach so hochgestellt? Kann man noch hochgehen? Ich habe immer Angst, wenn ich irgendwo hingehe. Dass ich dann nicht mehr wieder zurückkomme. Ja. Das kenne ich, das Gefühl. Und wenn ich jetzt dahin gehe, kann es halt sein, dass ich dann nicht mehr hier runterkomme. Na, da kommst du schon noch runter. Aber du kannst ja mal gucken, wo du theoretisch überall hin kannst. Ah. Verschlossen. Oh, siehst du. Klar. Aber ich kann Max nicht verlassen. Hä? Ach so, ist der Ausgang. Ach so, weitersuchen oder zurück in meine Zelle und warten? Gucken uns weiter um. Digga, wartest doch nicht. Ja, was willst du machen? Der ist ein Werber von Dude Schilz und seiner Zelle bist du. Ja, vor allem sie ist frei, Digga. Da würde ich richtig schön schnüffeln. Fuck. Ich muss mich bald ausruhen. Nein, hier wird sich nicht ausgeruht. Arbeite schneller. Ich bin jetzt einfach mal in den Hinteren reingegangen. Mhm. Scheiße, jetzt nicht so. Scheiße, ehrlich mal. Nein, ich will den anderen Raum. Ich habe den falschen Raum gewählt. Ist ja nicht schlimm. Aber sie sagt ja schon so, ich muss mich gleich ausruhen. Das also, sie wird nicht einfach plötzlich umkippen. Warte, da. Nicht? Geht nein, hinter dir. Da? Was ist das? Wer das mal trug, dem geht's nicht besonders toll. Kultes Sheriff-Stern. Hinweis entdeckt. Okay. Bestimmt der alte Sheriff. Vielleicht. Ob sie ist noch irgendwo was? Nö. Dann gehen wir jetzt wahrscheinlich in den anderen Raum. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht so. Jetzt muss ich mich aufholen. Sich wie bei so einem Handyspiel, wo es so heißt, deine Energie ist verbraucht. Ja, dann raste ich aus. Geh bitte in den anderen Raum. Danke. Ist ja auch nichts. Doch, dann. Hey. Ha, Muttersöhnchen. 56. Oh.
Da verhält er sich aber gut. Sein Geburtsjahr war dann 1965. Merkel. Wenn es schon so sagt, dann muss man sich das bestimmt merken. Okay. Sonst gibt's hier nichts. Das war's. Okay. Gibt's noch einen anderen Raum? Stimmt. Ah ja, da geht's noch weiter. Ich sollte schlafen. Nein. Wird nicht geschlafen. Siehst du richtig so, halte durch. Mann! Was machst du da? Ich weiß nicht. Dein Computer will nicht. So, was gibt's hier noch zu erforschen? Ey. Irgendwie kommst du immer aus dem Bild. Ja, raus, ich weiß Digga. Nicht. Ich sehe halt die Maus nicht und dann. Vielleicht mach mal die Tastatur ein bisschen mehr hier und dann hast du ein bisschen mehr Platz, weil das Problem ist, wenn du immer so ziehst. Ja. Damit muss er mich betäubt haben. Oh. Autschi! Ich versteck's in der Zelle. Okay. Gibt's hier sonst noch was? Guck mal, da gibt's noch was. Birthday Bios. 7. Juli. 7. Juli 1965. 65. Okay, cool. Okay, geht's hier noch weiter? Nee. Und was machen wir jetzt mit dem Datum? Das kann sie ihn bestimmt damit irgendwie. Mit Wissen überzeugen oder so, weiß ich nicht. Ich gehe noch mal rein. Ich gehe ja ganz kurz mal einfach rein. Ich würde gucken, ob ich hier nichts gesehen habe. Was hatten wir schon? Sheriffstern. Okay, nee. Ich dachte, vielleicht hier liegt so offensichtlich was rum. Es ist aber voll komisch, dass es so unordentlich da ist. Ja. So einmal, als wenn er einfach das Ding übernommen hat. Ja. Na gut. So. Ich wünsche mir irgendwie, dass der Sheriff und sie dann zusammenarbeiten und so ein cooles Werwolf-Jäger-Team machen. Was ist hier noch? Was versteckt er? Kann ich hier noch? Nö. So flimmert das da so. Ach, da kann ich hoch? Das flimmert, weil wir die schlechte Qualität eingestellt haben. Was versteckst du, Travis? Unterlassungsanordnung. Mach Kuh, Digga. Zu spät. Aber du kannst ja hier Dings angucken. Das ist erschöpft. Und ich auch. Ich muss schlafen. Ja, gleich. Oh, guck mal, da ist der PC. Wir können gleich schlafen gehen. Ich will nur noch... Warte, Mann. Ey. Laura, jetzt mach nicht diesen hier. Siehst du, jetzt brauchen wir nicht ein Passwort. Ah, das könnte Geburtstag. Ja, so. 7. Hallo? Okay. Falsch verbunden. 7.6.1965. Okay. Das ist weird. Ja. Weniger ein Hinweis als eine Ohrfeige. Siehst du? So, muss ich was machen? Ach so. Siehst du? Weil wir alles gefunden haben. Das
sehr gut. Alter, das ist so. You heard this shit, we gotta... Oh. Fuck, sorry. We gotta shut it down, can you handle it a lot, me? Das gar keine Wanderer waren, sondern Geisterjäger auf der Suche nach der Wahrheit. Aber dann begegneten sie der Hexe von Hackett's Quarry und wurden nie wieder gesehen. Wie wir. Bis auf die schicksalhafte Begegnung mit irgendwelchen Hinterwäldern. Die haben den Podcast gemacht, die wir beiden. Wir sind eher Geisterdetektive. Max und... Spukschnüffler? Sicher. Und? Was ist dann passiert? Also, in der Lokalzeitung, der Northkill Gazette, stand, dass am Abend der Premiere einige Heuballen Feuer fingen und der Brand sich rasend ausbreitete. Der ganze Ort soll in 0, nichts Schutt und Asche gewesen sein. Genau wie die Hauptdarstellerin und ihr Sohn, angeblich ein Baby. Was? Angeblich ein was? Baby? Ach so, es geht darum, der Podcast und dass der Sheriff eine Nachricht bekommen hat, dass er das Shutdown, also da unternehmen soll. Oh, was ist los? Halluzination? Oder? Ja, die alte. Die alte Ulrike. Die Ulrike. Bizarr oder Banner? Herrungschaft freigeschaltet. Okay, cool. Es macht alles Sinn mittlerweile. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, auch alles gefunden. Jetzt gehen wir schlafen. Und hoffen, dass wir kein Werwolf werden. Alter, ich kriege die Krise. Ich könnte auch einfach nicht in den Raum wieder reingehen, wenn er dann noch so loco ist. Und die ganze Zeit so komische Geräusche macht, Alter. Ich würde mich halt auf den Tisch setzen und auf den Tisch legen und da schlafen. Warte, hier geht's noch rein. Oh, hier ist doch Blut. Ja, das war vom Bad, wo sie... Ach so, stimmt, wo sie sich das Auge rausgeschnibbelt hat. Baden, duschen. Gar keine Toiletten, hä? Huh? Hier wird in der Zelle gekackt. Jawohl. Oh, das muss voll unangenehm sein, so. Halt dir die Ohren zu, Max. Ich geh jetzt scheißen. Naja, Max. Geh jetzt pennen. Ach, wir verstecken das erstmal. Warte, erstmal, jetzt können wir hier was angucken. Weht der Wind in Northkill immer rauer, weint die Hexe im Wald vor Trauer. Allein stirbt die Beute der wölfischen Meute und der Sheriff liegt stets auf der Lauer. Hm. Wer hat das eingeschrieben? So, jetzt können wir das hier. Ja, deswegen hast du es aufgemacht. Ja, verstehe. Können wieder verstecken. Siehst du, du hast nicht verkackt. Du hast die Jolt richtig gemacht. Juhu. Jetzt können wir uns hinlegen. Jetzt gibt's Halleluja. So, Laura. Dann pennen wir bei dem komischen. Ja, gibt's auch. Komm. Leg dich hin und schlimmer eine Runde. Wie sich das anfühlen muss mit diesem kaputten Auge. Vor allem, weil dein Lied wird ja sicher teilweise noch funktionieren. Ja. So. Okay. Sagst du mir, was passiert ist? Nee. Warum sagen Sie es mir nicht? Ich mag ihn. Was machst du hier noch? Ehrlich, ich bleib bei Matt entschlossen. Wir haben was zu klären. Ich bin ehrlich. Ich bleib bei Max. Ich trau dir trotzdem nicht. Mir egal. Ich will ihm nur helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ja, was soll sie sagen? Weißt du, sie hat ein Ohr. Ich verstehe nicht, warum sie überhaupt gefesselt werden muss. Ach, er durchsucht sie. Oh ja. Aber gut, dass wir sie nicht behalten haben. Wir hätten sie bestimmt auch behalten können, diese Spritze. Hm. Glücklich? Da war er aber nicht gründlich. Ich mache uns Kaffee. Ja, das wollte ich. Cool. Ich will, dass die beiden so Team in Crime werden. Aber soll ich ihn dann mit der Spritze abstechen?
Oder soll ich es lassen? Ich weiß es nicht, aber ich würde... Irgendwie ist er ja auch schlau und hat ja auch Ahnung so. Ich weiß es nicht. Was ist das? Sieh es dir an. Oh, es ist bestimmt jetzt. Sein Video über das, was er da passiert, was ihm passiert ist. Gut sauber gemacht. Also, das Auge. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Stimmt, sieht ja auch. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts, nur weil man es weiß. Weißt du? Ah, ja. Sehr tiefgründig. Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Meine Leute, wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere, verstehst du das? Nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja. Neugierig, zuversichtlich. Aber wenn wir enden, damit halt will er ja auch Maxchen töten, oder? Ich weiß nicht, sonst hat er das ja schon getan. Na, wenn er meint, wir wollen eben ein Ende machen für alle Zeiten, Digga. Kommt drauf an, was das bedeutet. Neugierig. Was ist mit ihrer Familie? Meine Familie ist tief in einen Brunnen gefallen. Alle? Was? War das jetzt wortwörtlich, oder? Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Nur wenn deine Familie, also jeder Einzelne beschließt, in einen Brunnen reinzuspringen und sie unten an einem Seil hängen. Wie soll einer alleine sie alle wieder da rausziehen? Wie denn? Wenn man am Seil zieht, reißt es einen nur selbst hinein, wo der Rest schon ist. Was soll das bringen? Also, sie stehen oben am Brunnen mit dem Seil und... Ja. Ist das nicht offensichtlich? Nein, Digga. Ach, vergiss es. Diese Metaphern. Er ist so weise. Man sagt doch einfach, was sein Problem ist. Ich verstehe nicht, warum er nicht einfach mit der Sprache rausrückt. Ja, richtig. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Haben wir behauptet, dass wir schlau sind? Was ist das? Lies es einfach. Na gut. Um was geht es denn? Dann lies doch bitte erstmal. Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlagt des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein. Gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Okay. Yep. Lies weiter. Nee. Ich will wissen, was da noch steht.
Nee, ich finde ihn einfach viel zu cool. Sag ich, wie es ist. Und ein bisschen dumm. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt so dann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Begreifst du es langsam? Ja. Wirklich hilfreich ist es nicht. Dann bist du einfach dumm. Und ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles, was wir haben. Töte den Werwolf, der dich gebissen hat. Und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Klingt ja, ja nicht so kompliziert. Einer hat sie alle gebissen. Ja, wahrscheinlich. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Ich will nur Max heilen. Ja, dann musst du den Urwolf. Ist komplizierter, als du glaubst. Killen. Warum hat sie es nicht umgebracht? Ja, aber das wissen wir ja. Ach so. Er meinte sie es, meinte sie wahrscheinlich. Das Viech, als er den gebissen hatte. Wenn sie all das wissen, warum haben sie das Ding im Sturmkeller dann nicht umgebracht? Es ist nicht, es ist... Kompliziert? Nein, es ist... Sie sind nicht leicht zu treffen. Ich wollte euch beschützen. Lüge. Ich glaube ihm da tatsächlich. Was ist der Plan? Hast du vielleicht eine Idee? Ich? Ja. Durch dein Studium. Ah ja, sie weiß jetzt bestimmt alles. Das hat nicht mal gestartet. Sie sind halt scheiße. Ich will sie kaputt machen, weißt du, wie man da... Das ist meine beste Chance. Was? Ich jag diesen weißen Wolf unter dem Vollmond so lange, dass ich nicht mehr weiß, ob es ihn gibt. Ah. Vielleicht ist das ja auch egal. Vielleicht geht es auch anders. Bei aller Glauberei. Wissenschaft gibt's auch. Und du kannst das. Gut. Denk einfach mal über alles nach. Ich mag den. Ich komme morgen früh zurück. Tschüss. Im Bilde? Also, fuck my life. Was ist denn das? Ist so ein Tablet? Ja. Ja, der hat bestimmt ein Video gemacht, wie er verwandelt worden ist. Und er hat so eine Latzhose an! Wie so ein kleiner Junge! Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Er hat es uns auch gesagt. Ich bin nicht sicher. Ich glaube ihm. Bleibt uns ja nichts anderes übrig eigentlich. Ich glaube ihm. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm den Werwolf-Kram, nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Doch, Mann. Tja. Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Laura? Ja? Ich hab das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Das warst nicht du. Du hattest keine Kontrolle. Einfühlsam. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber irgendwie schon. Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Was piept denn hier so? Versprochen. Ich hab mich gewundert.